Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Don't Stop Together! Hallo! Hallo! Yay! Yay! Wir fangen schon wieder von vorne an. Aber ja. Diesmal hat es nicht so kurz gebraucht, dass wir von vorne angefangen haben. Ja, also diesmal haben wir, wie gesagt, wir haben uns halt festgelegt, ob das beim vierten Mal sterben funktioniert es einfach nicht mehr. Ja, weil man dann einfach zu wenig Leben hat, egal wer zuerst viermal stirbt, das war's dann. Das ist dann No-Go. Ja, weil... Ja. Und wir haben schon was Mechanisches. Das heißt, wir können uns auch einen Kühlschrank bauen. Das ist... Du hast Gears? Sehr gut. Wir werden überleben. Ist da eine Unter- Vielleicht schaffen wir es diesmal sogar den Winter zu überleben. Wegen Kühlschrank dann Essen machen mäßig. Ich glaube, den Winter werden wir überleben. So, das Erste, was wir brauchen, ist ein großes... Brauchen wir einen Ort, wo wir campen können. Weil wir brauchen ein großes Lagerfeuer, wir brauchen das und das. Ja, und wir und wir haben gemerkt, das heißt, Diaries sind gut und schlecht. Also, wenn man viele Ressourcen dafür hat, geht's in Ordnung. Nur, man muss halt richtig machen. Vor allem muss man auch lernen, mit den Dingern umzugehen. Die Dinger sind halt ein guter Fernfuss. Also, du hast herausgefunden, wie man diese verdammten Dinger benutzt zum Schießen. Ja. Du bist Zorro, du brauchst das nicht. Du brauchst doch keine Axt, du kannst einfach Holz hacken gehen. Jo. Das ist übrigens nicht schlecht. Und es dauert eine Ewigkeit, bis ich drin bin. Wie immer. Wird schon wieder dunkel. Schön. Und da sind doch... Nee, da ist irgendwas, was Schweine tötet, was mir nicht gefällt. Wo bist du? Können wir jetzt aber im Portal? Direkt gehen? Über dem Portal. Okay. Wir müssen Büffel finden. Da ist auch Schilf. Schilf. Ich hab Babys gefunden. Und Seeds. Also ich weiß auf jeden Fall, wo Bullen sind. Ich weiß, ich hab so einen Anfang von steinmäßiges Zeug gefunden. Ja, wir hoffen, dass die Steine übrigens respawnt. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Ja, könnten wir entweder selbst mal nachgucken auf irgendwelchen Wikipedia-Seiten, wenn man die entziffern kann. Also ich überlebe, ich habe eine Fackel. Ich kann eine Fackel bauen. Oh, ich habe aber ein gutes Internet gerade, ich bin überrascht. Das ist gut. Provozier's nicht. Könnte man sowas denn provozieren, ne? Liebe Worstin. Ich weiß gar nicht so wie du es machst. Okay, es wird langsam dunkel bald. Ich merk's. Wo bist du? Ich bin oben. Also ich komme nach unten zum Portal einfach. Also ich sammle hier gerade noch Ressourcen auf. Steine. Ich habe auch ein paar... ich habe genau einen Stein und einen Flint. Yay. Du brauchst ja keine Axt zum Glück. Also du kümmerst dich schon mal ums Holz. Ja. Warum geht das jetzt nicht? Oh, stimmt. Das sollte ich vielleicht machen. Oh, ich hab doch schlechtes Internet. Ich sterbe. Das war ein zu kleiner Baum. Egal. Ich hab grad ein Disconnect gleich. Ich hab gesagt, du sollst dich provozieren. Ich hab dich provoziert. Ja, hab ich gemerkt. Du bist schon weg. Läuft gut bei mir. Läuft bei mir. Mhm. Läuft bei dir. Fett bist du geworden. Was? Ich liebe die Frau. Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber sie ist so cool. Ja. Ich muss meinen Zirkel sortieren. Hier, überall. Okay. Ich brauche Feuer. Nein, geh nicht weg. Warte. So, eine Ewigkeit. Es ist gerade Nacht. So, ich habe was in mein Buch reingeschrieben. In dein Buch? In das Notizbuch. Welches von den vielen? Das neue mit dem Metalleinwand. Okay, und was hast du da Wunderschönes reingeschrieben? Oder auf die erste Seite habe ich geschrieben, die Insel der Yaringora. Okay, willst du nicht einen gescheiten Namen für die Insel machen? Das ist bisher. Ich habe noch keinen Namen. Der kommt nachträglich.
Wer ist Yaringora? Stimmt, wer ist Yaringora? Oh, ich glaube, Don't Stuff schmiert gerade ab. Das ist ein guter Beginn für eine neue Folge. Mhm. Also, meine Folgen bestehen größtenteils aus Disconnects, wieder einloggen, sterben, rennen und überlegen, was man tun könnte. Ja, ich glaube, das ist Don't Stuff. Ach so! Ah, mhm. Jetzt habe ich erst dieses Spiel verstanden. Bloß, ich glaube, dieses Disconnecten und sowas sollte eigentlich nicht so wirklich sein. Ja, obwohl ich schon öfters mal sowas hatte bei anderen Let's Playern. So, neuer Ladebildschirm. Ich glaube, die Leute lieben mich dafür, dass ich sowas zeige. Total. Oh, ich habe Hunger und Durst. Ich habe eigentlich gerade was gegessen, aber irgendwie auch nicht. Oh nein. Nein, meine Mods sind wieder weg. Ich weiß gar nicht, wie du das immer schaffst. Ich weiß es auch nicht. Play. Darf ich jetzt spielen? Oder will er, oh, er will erst wieder neu starten. Und dann macht er es nochmal. Ach ja. Wenn es Leute wie mich nicht gäbe, hätte Don't Stuff keinen Supporter. Er hätte dann. Er bräuchte Don't Stuff keinen Support. Pausing Game. Suche die Welt. Oh. Oh. Jemand von meinen Freunden spielt schon No Man's Skies. Ich will das Spiel auch haben. Ich hab's gar nicht verstanden. Ich auch. Ich auch. Du hättest es auch gerne. Ja. Sehr schön. Ich brauche 2 Flintstones, damit ich mir eine Spitzhacke machen kann. Ich join gerade, dann hast du 2 Flintstones. Ist dir schon mal aufgefallen, dass auf einer der Loading-Bildschirme Wilson einen der Vögel vergiftet? Nein. Und um die Lehrerin rum sind Schmetterlinge und Wendy. Heißt die Wendy, die mit der, mit die Blonde? Ich glaube, es war Wendy, ja. Die pflückt Blumen. Kommt, Don't Stuff, lade. Ist immer noch Nacht? Nö, inzwischen ist es Tag. Schon fast der halbe Tag rum. Ah, wir haben immer noch keinen Lagerplatz. Jo, ich stapp gerade irgendwo rum, also... Jetzt kommt schon. Lade. Lade. Müssen wir uns dann auch irgendwie wiederfinden oder treffen? Ich war irgendwo beim Portal. Wenn es laden würde. Wow, wir haben gerade 6 Minuten dafür verschwendet, dass ich hier rumwarte. Ja, ich bin da. Yay. Ja, ich bin da. Oh. Oh, ich hasse mein Internet. Wenn es nicht funktioniert, dann beenden wir die Folge einfach. Okay. Oh, Tentakeln. Warte, ich komme zum Portal. Ich habe irgendwas gerade gehört. Irgendwas Seltsames. Okay. Die Dinger können wir, glaube ich, kaputt machen irgendwie. Mit einem Hammer. Also, ich bin wieder beim Portal. Bin gleich da. Ich mir eine Axt machen? Kannst du machen, aber ich habe auf jeden Fall, momentan habe ich, glaube ich, genügend Holz. Jo. Oh, ich habe Gold. Oh, hier ist Gold. Hier ist ein Friedhof. Hier. Ich komme jetzt erstmal zu dir, danach kann ich das Holz weiter sammeln. Oh, ich bin auch beim Friedhof. Hm? Hi, du. Ah, da. Hi. Google. Brachacha. Ich brauche aber noch Flint. Ja, Flint habe ich noch. Aber wollen wir uns hier ansiedeln? Wo wollen wir uns ansiedeln? Wollen wir uns da ansiedeln, wo wir uns immer ansiedeln? Bei Gras. Ja, also wir haben hier jetzt auf jeden Fall Stein. Das ist auf jeden Fall gut. Beim Gras sind auf jeden Fall die Büffel und beim Gras sind auf jeden Fall noch so maschinenähnliches Zeug. Also, wir müssen einfach hier ansiedeln. Ich meine, eigentlich ist es ja scheißegal. Wir können uns ja alles herholen, haben wir egal gemerkt. Also was, ja, was können wir uns nicht herholen? Büffel? Ja, ja, okay. Aber Büffel sind hier in der Nähe, richtig, hast du gesagt? Büffel sind weiter nach
schlimm. Wir sollten uns ja nicht zu nah an den Büffeln ansiedeln, hat dieses Jahr auch, weil... Ja. Wo bist du? Komm her. Ich komme. Ich brauche Stein oder irgendwas in der Richtung. Oder Loks. Dann gleich irgendwie... Willst du dich in der Nähe vom Friedhof ansiedeln oder wo willst hier du dich unten, ansiedeln? Weiter unten. Da unten. Komm her. Geh an der Grenze zwischen Dings vorbei. Zwischen Grasland und Dings vorbei. Genau, ich sehe dich. Da siehst du mich auch gleich. Hier irgendwo. Daneben im Wurmloch. Hey, du bist zu weit runter. Zu weit runter. Näher zu mir. Da. Hier will ich mich ansiedeln. Okay. Hast du irgendwas zum... Hast du von Steine? Zwei Stück. Ich mache erstmal ein kleines Feuer. Würdest du die... Hast du eine Pickaxe? Kann mir eine machen. Könntest du dann diese Dinger hier schützen? Ich koche in der Zeit Berry Stones. Könntest du eigentlich Vögel töten? Das habe ich schon probiert. Der sagt dann nur Robin. What the fuck? Was braucht man alles für eine Science Machine? Wir können uns Science Machine so schon bauen. Das ist gut, gib her. Science Machine bau einfach. Da brauchst du Gold, Lock und Steinchen. Juhu! Kannst du dich denn. Ah ja, dein Geschenk. Und was hast du raus? Warte, gleich kommt's. Oh ne, was hast du wieder bekommen? Ah, das sind nur andere Handschuhe. So. Und dann. Jetzt kann ich mit Gärtnerhandschuhen rumrennen, mit grün, gelben. Komm, wir pflanzen das Wurmloch. Oh, ist ja dunkel. Also, hast du noch Flintstone ein paar? Ja, hab ich. Weil, magst du dann morgen dann Gold hacken gehen oder willst du Bäume machen? Ich kann auch Gold hacken gehen, aber 3 Goldnuggets habe ich noch. Ja, aber es ist sinnvoller, wenn du Holz hacken gehst, weil dein Scheiß geht nicht kaputt. Mhm. Ja. Also, du hast noch 3 Goldnuggets? Mhm. Dann gib mir mal alle, damit wir brauchen nämlich Steine fürs große Campfeuer. Dann habe ich nämlich eine Übersicht, dass wir alles brauchen. Haben. Und neben dem Holzhacken solltest du vielleicht auch Gras sammeln gehen oder so. Mhm. Berries habe ich dir jetzt gegeben, den Rest. Sollte reichen für morgen. Also solltest du irgendwo was haben. Wie viel Essen hast du jetzt? Jetzt habe ich wieder fast voll. Okay, das reicht. Voll. Und es wird toll. Tag, komm, Tag. Ah ja, wenn du böse Blumen findest, einfach abfackeln. Jo. Also so langsam könnte ich wieder Blumen pflücken gehen. Irgendwie verliere ich heute schnell Blumen. Leben. Psyche. Blöd. Ja. Oh, ich habe eine Karotte. Könnt uns eine Schaufel machen, um die Gräber hier auszuheben. Nein. Warte. Wir sollten beobachten auch, was in unserer Umgebung ist, wenn falls irgendwie mal was, keine Ahnung, was nachpflanzt, weil es hat mich schon verwirrt, dass irgendwo mitten im Sumpf ein Berrybusch plötzlich war. Hä? Was? Wir sollten auf unsere Umgebung achten. Okay. Das Jahr hat wie viele Tage? Keine Ahnung. Hier steht 28 Tage left. Was heißt left? Bis es Winter wird. Ah. Dann haben wir 4 Tage Winter und dann wieder 28 Tage... Hast du nachgeguckt, ob es 4 Tage war, sind? Ich vermute es mal, weil es 4 Striche sind. Naja, also, aber es sind auch keine 28 Striche vom Roten. Ja, aber es ist auf alle Fälle um einiges kürzer als das Ding. Also wenn wir davon ausgehen, dass... Wie viele Tage hat der Fall? Egal, ich mach mal ein Campfeuer. Ein großes. Wenn du mir Holz gibst. Sehr gut. Ähm.
Aber dank deiner Schwerter brauchen wir keine Angst haben. Hier, warte. Oder, nein, ich mache das erst gegen abends. Soll ich schon mal Gräber ausheben gehen? Kannst du machen. Hast du genügend für die neue Science Machine oder? Für die neue Science Machine? Achso, stimmt. Was braucht ihr für die neue Science Machine? Die Ioden brauche ich erstmal. Was braucht ihr, die Iode? Cutting Stones. Oh, stimmt, da hast du recht. Ups, du hast vollkommen recht. Ich gehe noch weiter. Ich gehe noch weiter buddeln. Mhm. Das habe ich total vergessen. Danke. Tja. Also, wie viel brauchen wir dafür? Wir brauchen für die neue Science Machine. Wir für die Ode, Wir brauchen 12 Steine noch. Ja, 12 Steine. Und du solltest noch. Wo bin ich jetzt hier? Und du solltest noch ein bisschen Holz hacken gehen. Ich bin die ganze Zeit am Holz hacken. Machst du nichts anderes außer Holz hacken? Ja, und Gras sammeln. Finden, wenn du diese geilen Bäume wieder findest mit den geilen, du weißt schon, welche ich meine. Mhm. To Herrschaften. Die sind okay. So geil. Okay, hier war mal Eis. Reicht das theoretisch? Ja, theoretisch reicht das. Wir haben nur einen Büffel gefunden bisher, gell? Ein paar, aber die sind halt auf der anderen Seite, also weiter links. Ich habe Angst, hier wieder so ein scheiß Flattervieh zu finden. Weißt du, welches ich meine, gell? Danke. Weißt du das? Viech. Du meinst den Vogel? Ja. Wie viele Tücher habe ich? Das reicht. Also, ich gehe noch ein paar Gräber ausheben. Oh, wir haben fast kein Essen. Ich hole mal Büsche ran. Ah, fuck, jetzt habe ich meine Metapher gekleistert. Ach, ein Grab kann ich ausheben. Ich habe einen. Und dann sollten wir uns daran machen, dass wir uns so einen Kochtopf bauen. Ja, genau. Ich habe dafür ein paar Steine auch rangeschafft. Also ich mache jetzt erstmal die zweite Science-Maschine. Erstmal mache ich das große Feuer. Das. Ah, fuck, ich habe falsch gedacht. Was? Ich habe zu wenig Steine geholt. Mm. Oh, fuck. Ich brauche einen Rucksack als nächstes. Ich gehe mal Gras sammeln. War hier nicht noch mehr Gras? Da. Wir haben noch schön viel Gras in der Nähe, das finde ich toll. Mhm. Und schon mal einen Ansatz an Berrybüschen. Aber da muss ich morgen noch mal Dings kaufen und holen gehen. Ich brauche dafür noch. Oh, ich brauche noch Stöcke. Hast du noch Stöcke? Nope. Ja, doch. Ich werde zugespammt. Von gewissen Leuten, die was von dir wollen. Was sind denn diese gewissen Leute von? Was? Ich weiß nicht, wer die gewissen Leute sein sollen. Naja, eine gewisse Person, wo du bald hinfährst. Achso. Nein, leider nicht. Die muss gerade Qualen auf einem Familienfest überleben. Ach so, wie du? Ja. Bloß, dass sie, also, bloß, dass irgendwie deren Sachen ja nur irgendwie so zwei Tage, ein paar Stunden gehen und dann hauen sie wieder ab. Wobei, bei dem einen hat sie auch übernachtet auf der Couch. Ja, gut, aber das ist kein. Aber das war die Familie ihres Freundes. Naja.